Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um den zweiten Teil der Redwood Love Reihe gehen. Es beginnt mit einem Kuss von Kelly Moran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Im zweiten Teil von Redwood Love geht es um Flynn, den mittleren der O'Grady Brüders und wie wir im ersten Teil ja bereits erfahren haben, hat Flynn ein Handicap, denn Flynn ist taub und Flynn fühlt sich dadurch teilweise immer nicht als vollwertiges Mitglied in der Gesellschaft und fühlt sich halt oftmals auch außen vor und ausgeschlossen. Und ja, das ist aber immer alles ganz, ganz anders, wenn seine beste Freundin Gabby bei ihm ist. Denn Gabby hilft ihm quasi über diese Barrieren hinweg und sie übersetzt für ihn immer alles automatisch in Gebärdensprache. Und das Leben ist für ihn halt einfach angenehmer, wenn sie da ist, weil er weiß, dass er immer jemanden an seiner Seite hat, auf den er sich verlassen kann und der ihn da nicht hängen lässt. Und die beiden sind seit frühester Kindheit die allerbesten Freunde und Flynn stellt eines Tages fest, dass er mehr für Gabby empfindet als Freundschaft. Und auf der anderen Seite in dieser Geschichte lernen wir Gabby kennen und Gabby ist ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Sie ist absolut das liebe, nette Mädchen von nebenan und wir lernen Gabby, wie gesagt, in einer Situation kennen, in der sie das alles einfach nur ankotzt. Sie hat einfach die Schnauze voll, immer nur als die liebe, nette Kleine wahrgenommen zu werden und nicht als Frau und sie würde gern mal wieder auf ein Date gehen und einfach auch mal wieder eine Beziehung haben, denn sie fühlt sich, was das betrifft, sehr, sehr alleine und sie denkt sich halt einfach, ist dann da draußen kein Mann, der mich sieht als Frau, der mich sieht, wie ich bin und was ich auch wert bin. Und als eines Tages ein Date bei ihr mal wieder so richtig, richtig schief geht, ist Flynn da und fängt sie auf und rettet ihr quasi den Abend und ja, was dann mit den beiden alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es im zweiten Teil von Redwood Love geht. Ja, ich kann nur sagen, dass mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das alles entwickelt hat, ich mochte die Wendungen in der Geschichte. Ich fand das Ende richtig gut, ich konnte das alles 100% nachvollziehen, ich konnte verstehen, was die Charaktere durchgemacht haben, was sie für Ängste und Zweifel hatten in den verschiedenen Situationen. Und ja, also ich kann nur sagen, was die Handlung und die Entwicklung dieser Geschichte betrifft, hat mir das Ganze richtig, richtig gut gefallen. Ich fand das super, da habe ich absolut nichts zu meckern. Mir hat die Geschichte im Großen und Ganzen wirklich auch noch besser gefallen, wie der erste Teil. Ich kann euch nicht direkt sagen, woran das lag. Also ich fand einfach, was die Charaktere auch betrifft, dass Flynn und Gabby einfach ultra sympathische Charaktere gewesen sind. Und ja, ich mochte die beiden einfach von der ersten Seite an. Ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Ich fand ihre Verbundenheit einfach richtig, richtig toll. Also diese Beste-Freunde-Sache und wie die auch immer miteinander umgegangen sind. Diese Höflichkeiten zwischen sich auch. Und dass Gabby auch immer alles als selbstverständlich gesehen hat, wenn sie ihm geholfen hat und er aber nicht. Und das war einfach so richtig süß, das Ganze zu lesen und zu erleben. Und natürlich gab es auch richtig traurige Momente in dem Buch und ich habe auch echt mitgelitten mit den Charakteren. Es gab hier eine richtig, richtig schlimme Szene. Also alle Hundebesitzer da draußen, es wird schlimm. Es wird richtig schlimm. Also ich habe da echt ein Tränchen verdrückt bei dieser einen Sache. Und ja, und man hat da echt mitgelitten mit den beiden und ich konnte mich so gut in die beiden hineinversetzen. Und wie gesagt, Gabby ist so ein liebevoller Charakter, sie ist so ein liebevoller Mensch, sie ist einfach ein richtig liebes, nettes Mädchen und sie ist halt einfach das nette Mädchen von nebenan, was sie halt einerseits natürlich tierisch ankotzt, weil jeder das in ihr sieht und keiner sieht einfach mehr in ihr. Und auch das konnte ich so mega gut verstehen und auch was Flynn betrifft. Flynn hat ja diese Behinderung, er ist ja taub und er sieht sich dadurch manchmal nicht als vollwertigen Menschen an. Auch das konnte ich super gut verstehen. Und auch in ihn konnte ich mich super gut hineinversetzen. Und ich konnte auch verstehen, warum er seine Gefühle für Gabby versucht hat zu unterdrücken. Warum er Angst hatte, da nicht mehr draus entstehen zu lassen. Und also ich war einfach komplett die ganze Geschichte über bei den beiden. Und ich war komplett in der Geschichte drin. Und ich habe mit denen mitgelitten. Ich habe mit denen gelacht. Ich habe mich mit denen gefreut. Also ich war da komplett wirklich bei den beiden in der kompletten Geschichte. Und das ist ja immer das, was für mich so ein richtig gutes Buch ausmacht. Und ja, was das Setting betrifft, kann ich nur sagen, wir befinden uns hier wieder in Redwood. Und Redwood ist ja eine richtig süße kleine Stadt in Oregon. Zwischen dem Meer und den Bergen gelegen. Und also ich stelle mir diese Stadt auch richtig, richtig toll vor. Also so ein richtig kleines amerikanisches Städtchen, wie man es auch aus Filmen und so kennt. Und es ist alles sehr naturverbunden. Und ja, also was das Setting betrifft, fand ich es auch wieder mega gut. Also ich konnte auch die Szenenbeschreibungen, ich hatte da keine Probleme, mir die Orte vorzustellen, wo Kelly Moran uns auch hingeführt hat. Und es hat einfach richtig Spaß gemacht, jetzt nochmal eine andere Seite von Redwood zu sehen, wie im ersten Teil. Und ja, also was das Setting betrifft, kann ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich fand es richtig, richtig toll wieder. Und ja, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man bekommt so richtig Lust, da selber mal hinzufahren und sich das anzugucken. Und dort einfach auch mal über diesen einen Wanderweg zu gehen, wo die beiden so lang gelaufen sind. Und ja, also es
macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ja, das fand ich auch wieder richtig, richtig schön. Das war bei mir beim ersten Teil auch schon so. Und ja, jetzt im zweiten auch wieder. Und ich gehe mal stark von aus, dass das im dritten Teil auch wieder so sein wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, nochmal in die Welt von Redwood zurückzukehren, was das betrifft. Was den Schreibstil von Kelly Moran anbelangt, ist es wie im ersten Teil. Es ist ein sehr, sehr liebevoller, warmer Schreibstil. Also sie findet wundervolle Worte und Umschreibungen. Kelly Moran schreibt aber auch sehr humorvoll und es ist teilweise auch sehr, sehr sexy und ich finde diese Mischung einfach richtig toll, die sie hier in diese Geschichten reingebracht hat und das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich auch beim ersten Teil schon richtig, richtig toll und ich hatte beim ersten Teil ja dieses Problem mit dem, was sie sich nicht alles in den Augen ablesen konnten. Und ein Teil war es auch wieder da, dass sie sich sehr viel aus den Augen abgelesen haben, aber es war für mein Empfinden nicht so schlimm wie im ersten Teil und dadurch fand ich es jetzt auch nicht so auffällig wie im ersten Teil. Es hat mich ja im ersten Teil halt nicht gestört, aber ich habe halt so gedacht, meine Fresse, was die alle sich aus den Augen des Gegenüber ablesen können. Mensch, 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 das musst du auf die Reihe kriegen. Und ja, hier fand ich das jetzt nicht so übertrieben, sage ich mal, wie im ersten Teil. Das war schon eher realistischer, was sie in den Augen des Gegenüber ablesen konnte. Und ja, von daher hatte ich da, was das betrifft, auch keine Probleme mit. Und ich fand auch diese Hundethematik, ne, mit den Hunden in der Tierarztpraxis. Das hat mich in diesem Teil auch nicht gestört. Ich habe einfach auch nicht weiter drüber nachgedacht. Es wurde aber auch nicht so thematisiert wie im ersten Teil. Ich finde, im ersten Teil ist er ja schon sehr groß drauf eingegangen worden auf die Tiere. Ich meine, jetzt im zweiten Teil kannte man das ganze Umfeld natürlich schon. Deswegen hat die Autorin, denke ich mal, da auch nicht nochmal so viel Wert gelegt, das Ganze zu erklären. Und ja, deswegen hat mich das, was das betrifft, auch nicht gestört im zweiten Teil. Und ja, also ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil mega gut gefallen hat. Ich fand ihn, wie gesagt, noch ein Stückchen besser wie den ersten Teil. Einfach, weil ich komplett bei den Charakteren war und bei ihrer Geschichte. Und ich habe so mit den beiden mitgefiebert und gelitten und ja, es war einfach so ein schönes Buch und ja, ich kann euch die Redwood Love-Reihe immer wieder nur empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest mit tollen Männern. Wirklich, es sind tolle Männer. Wirklich, es sind einfach tolle Männer. Es geht so in die Richtung der Green Mountain-Serie. Ich finde, die Green Mountain-Serie ist trotz allem immer noch mal eine Sache für sich. Also, ich würde die jetzt nicht direkt über einen Kamm scheren. Die Geschichten sind schon von ihrer ganzen Art und Weise auch sehr unterschiedlich. Aber ich finde, es sind beide wundervolle Reihen. Aber viele sagen, es ist ja wie so ein Abklatsch von der Green Mountain Serie. Ne? Aber finde ich jetzt gar nicht. Ich finde, Redwood Love hat sehr, sehr viel Eigenes und sehr, sehr viel, was sich halt von der Green Mountain Serie auch unterscheidet. Und ja, ich finde beide Reihen wundervoll. Ich finde bei beiden Reihen diese Naturverbundenheit und diese Kleinstadt, dieses Feeling finde ich einfach richtig toll. Und ja, schaut euch die Redwood Love-Reihe auf jeden Fall an, wenn ihr gerne solche Geschichten lest. Ich kann euch jetzt, was das betrifft, immer wieder nur empfehlen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Redwood Love. Es beginnt mit einem Kuss und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.